Ihr kennt mich ja als jemanden, der gerne Sachen vorschlägt. Aber ich bin auch jemand, der sehr gerne Musik entdeckt. Und heute möchte ich mich beschäftigen mit den komischsten Genres, die ich buchstäblich finden kann. Ich habe hier ein paar Genres schon aufgelistet und ich bin sehr gespannt, wie das alles klingen wird. Wir fangen auch schon direkt an mit Pornogrind. Richtig gehört. Pornogrind. Anscheinend gibt's sowas. Ich kenne Pornogrind ein klein wenig. Also so wirklich so ein ganz, ganz klein bisschen von einem Video von einem Kumpel von mir, der mittlerweile mit YouTube aufgehört hat. Der hat ein ganzes Video drüber gemacht und ich konnte es nicht fassen. Ich konnte nicht fassen, dass sowas existiert. Aber da ich jetzt noch nie den ganzen Song gehört habe, möchte ich einfach mal sehen, wie sich das Ganze denn anhört. Wir fangen auch gleich an mit der Band Torso Fuck mit ihrem Titel Fistfucking Her Decomposed Cadaver oder Cadaver. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es im Englischen ist. Aber trotzdem weiß ich, was das heißt. Und ich bin angehäkelt. Ich bin angehäkelt. Das wird bestimmt sehr lehrreich für mich. Ballsniffer. Ask her. Buttpicker. Gibt's da einen Rhythmus? gibt's irgendwie so einen Rhythmus, wo man wirklich so, oh, wirklich so mit wippt oder wirklich mit, wie nennt man's, Headbangt? Hä? Ich versuch's zu verstehen. Ich versuche wirklich mein Bestes zu verstehen, ohne Vorurteile oder sonst was. Ich Hä? Kommt da gerade? Ich weiß es nicht. Ich will wissen, wo wenigstens irgendwas mit Pornogrind oder sonst was zu tun hat. Weil Pornogrind heißt für mich irgendwie, weiß ich nicht, halt einfach in einer gewissen Weise was Sexuelles. Aber so ein Decomposed Kadaver ist halt für mich nicht so, oder für alle anderen normalen Menschen, sagen wir es mal so, ist nicht so normal. Warum hat das 2000 Daumen nach oben? So? Warum hat das 2000 Daumen nach oben? Wieso? Welche 2000 Leute denken sich so, ja, geil. Ich frage mich auch, ob sowas halt auch auf Festivals irgendwie, ja, das heißt zugelassen wird, aber auf Festivals, auf großen Festivals gespielt wird, ne? Weil da kenne ich mich bei Rockfestivals und sonst was kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ist sowas, ist da sowas im Mainstream drin? Gibt es da eine Mainstream-Porno-Grind-Band oder so? Gibt es sowas? Ich habe keine Ahnung. Weil das würde mich wirklich interessieren, wie da überhaupt Leute drauf abgehen. Ist das ein Schwein im Hintergrund? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keinen Plan. Das hört sich an wie ein grunzendes Schwein, sorry, aber es ist, was ist das? Ich will aber wirklich wissen, ob es jetzt wirklich da genau dasselbe jedes Mal ist oder sonst was, oder ungefähr in die gleiche Richtung. Deswegen haben wir jetzt noch, das mochte ich nicht, ich habe gerade aufs neue Video geklickt und direkt so, oh Gott. Wir haben Uniform Fetish mit Perverse Tales of Blunts and Anime Hoes. Klar, natürlich. Nein? Just look at how hard your cock is. Nah. Just don't. Just don't. Ah, es gibt sogar Lyrics. Lay it out on your desk, sagt er gerade. I pull your skirt up. Hast du das gerade gehört? Weil ich hab's nicht gehört. Ich hab die Lyrics überhaupt nicht geblickt gerade so. Die waren gar nicht in meinem Ohr drin. Bin ich vielleicht taub oder so? Oder es gibt anscheinend hier Lyrics, aber ich höre keine. Ist das Karaoke? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist es Karaoke. Ich weiß es ja nicht. Dizzy.
Braucht das überhaupt Commentary? Braucht es irgendwelche Form von Commentary? Oder bin ich der Komische hier? Alter, die Kommentare, die Kommentare. Impressive song, I love it. Lol, so sick, I love it. Okay, the song overall is pretty sick, but are the lyrics a joke? Ich weiß doch auch nicht. Wo waren denn überhaupt die Lyrics? Bin ich blöd eigentlich? Lass einfach gleich weitermachen. Ich glaube, wir kriegen da nichts Neues raus. Ich habe nämlich was gefunden, das heißt, jetzt lass mich nochmal den ganz genauen Term nachschauen. Es ist nämlich Simpson Wave. Es ist nämlich quasi Vaporwave, aber spezifisch auf Szenen oder Sätze oder Quotes von die Simpsons, der Serie und dem Film und mit allem drum und dran. Genau auf das ist es getrimmt. Und ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie zum Teufel das klingen soll. Also ich kann es mir so, schon circa vorstellen, aber ich finde, warum das Limit so auf die Simpsons? Warum gibt es da genau so ein Limit auf die eine Sendung, dass es ein ganzes Subgenre quasi erfindet? Aber ich bin mal gespannt. Der Song heißt Homer's Website. Oh mein Gott, das ist so cursed. Das ist so cursed. Also ich blende hier safe mal das im Musikvideo immer wieder mal ein. Das ist so cursed. Ich höre JPEG Mafia auf dem Beat. Ist das auch jetzt von den Simpsons so gesampled, quasi die ganzen A und E's und so? Oder ist es einfach bloß vom ganzen Vibe, dass der ganze Vibe einfach bloß Homer sein soll und quasi er rumtanzt und so? Ich bin so confused, das ist... Weil das ist jetzt, ich muss dazu sagen, das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Weil das könnte ein Rapper, wie zum Beispiel, wie schon gesagt, JPEG Mafia, definitiv auf seinem nächsten Album oder so benutzen. Ich sehe es. Aber warum dieses Limit? Das frage ich mich halt. Warum dieses Limit auf die Simpsons? Da war gerade jemand, der Homer ins Gesicht twerkt. So. Ich weiß es doch auch nicht. Aber der Song ist schon vorbei. Das war eine Minute und 5 Sekunden einfach bloß. Okay. Ist das normal? Ich weiß es nicht. Aber es gibt noch einen Song, der heißt nämlich Fat Tony. Den höre ich mir jetzt auch nochmal an. Why aren't you getting the money now? And so on. So please, the money. Zweitausend Jahre später. Viele Monate später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Okay. Ich fühle mich richtig alt, wenn ich sowas sage, ohne Scheiß. Aber ich kapier's nicht. Als nächstes haben wir Witch House und die Description von dem Artikel, den ich gerade lese, sagt, das ist überhaupt nicht House-like. Von dem her bin ich sowieso jetzt gespannt, in welche Richtung es überhaupt gehen soll. Dafür haben wir von Holy Other den Song We Over. Alter, das Video ist so creepy, man. Creeped out. So. Ich bin wirklich nur creeped out. Am liebsten würde ich mich so zurückdrehen und einfach nur so tun, als wäre das nie passiert. Aber das ist echt komisch, Mann. Das ist wirklich komisch. Alter, das Video. Alter, sei mir nicht böse, aber das ist halt echt creepy. Ich pack das nicht. Krieg der Gänsehaut mit allem drum und dran, das ist, oh. Mir ist der Speicher ausgegangen, ich weiß nicht, wo ich war. Jedenfalls, das kann ich mir nicht anhören. Das ist mir viel zu creepy. Wir haben jetzt noch ein Genre gefunden, das heißt nämlich Cute Metal, beziehungsweise Kawaii-Core. Juhu. Es ist anscheinend ein Mix aus Metal und J-Pop, also japanischen Pop und...
Ich freue mich. Juhu. Gott. Dafür haben wir jetzt die Band Baby Metal mit dem Song Karate. Okay, das ist nur normal. Was? Why? Diese Welt ist so komisch. Diese Welt ist so fucking komisch. Ich kapier's nicht. Ich bin ein bisschen baff, ehrlich gesagt, weil ich weiß nicht, wie ich das kommentieren soll. Das ist im Endeffekt jetzt ja, es sind halt jetzt so drei japanische Ladies, die tanzen hier in dem Video umeinander. Düster. Überhaupt nicht die Perception von Metal, die man auch ehrlich gesagt hat. Mein Bruder zum Beispiel, der hört Metal, ich habe das noch nie bei ihm gehört. Und ich glaube auch nicht, dass ich das jemals bei ihm hören werde. Aber das ist das Coole an dem Kanal, weil ohne den Kanal hätte ich den Scheiß nie gefunden. Ich hätte den Scheiß nie angehört oder probiert. Das ist genau das, was ich möchte. Aber Alter, wirklich so richtig düsteres Instrument auf einmal. Ja, la 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 la. Es erinnert mich aber ein bisschen an diese ganzen Anime-Fancams, wie wenn ich auf Twitter durchscrolle und auf einmal so ein Naruto-Fancam sehe und ich denke, okay. Ich kann mir auch richtig vorstellen, wie man so ein Fight quasi zu der Musik animiert. Völlig in Ordnung, für die, die es halt mögen, aber für mich ist es halt echt unerwartet. Und ich kann mir nicht vorstellen, die Leute, die hauptsächlich Metal hören, dass die tatsächlich für sowas suchen, weil die wollen ja wirklich diesen ganzen groben Stuff, ehrlich gesagt. Den eher traditionelleren Stuff, würde ich erstmal sagen. Und das letzte ist ein kleiner Bonus, weil ich habe zum Beispiel einen aus meiner Arbeit gefragt, so, yo, welche Genres hörst du so am liebsten an? Er selber sagt so, ja, eher so Deutschrap und ein bisschen Metal, aber meine Freundin, die hört Elektro-Swing. Und ich habe ihn angeschaut, habe so, was zum Fick ist Elektro-Swing? Was ist Elektro-Swing? Also meine erste Perception, wirklich, wenn ich jetzt wirklich an Elektro-Swing ist, ich denke mir so, packst du wirklich jetzt Frank Sinatra oder so auf einen fucking Elektro-Beat? Oder was wird das jetzt? Und dann google ich Elektro-Swing und dann sehe ich da ein Video mit 297 Millionen Aufrufen, wo ich mir denke, schlafe ich eigentlich die ganze Zeit oder was ist denn da los? Ich kenne das nicht. Und deswegen hören wir uns auch jetzt Caravan Palace mit dem Song Lone Digger an. Oh, ist das nicht aus der Werbung irgendwo? Das ist doch irgendeine Werbung. Eine letzte Sache habe ich noch gefunden. Und zwar Glitch Hop. Absolut keine Ahnung, was das sein soll. Wir haben nämlich den Evolution Glitch Hop Gaming Musikmix 2019. Ganz klare Sache. Gamers. Oh, das habe ich schon mal gehört. Wie heißt dieses Label? Monster Cat? Das ist die ganze Monster Cat Kacke. Ich glaube, wir hatten heute aber Spaß, oder? Wir hatten noch sehr viel Spaß. Ich durfte mich blamieren. Die durften sich blamieren. Ich glaube, das ist ein 50-50. Macht allgemein immer sehr viel Spaß, Neues kennenzulernen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video wieder. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen und ciao.